Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Gewinnspiel. Diesmal zu gewinnen das Lego Set 40644. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Lego Piñata. Ich hatte euch ja beim letzten Mal versprochen, dass es bunt wird und ich finde, das ist ein ziemlich buntes, schönes Lego Set. Außerdem darf ich mit voller Vorfreude euch unseren ersten Podcast ankündigen. Also bleibt dran und vor allem neugierig. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, ganz kurz nochmal die Regeln zu dem Gewinnspiel, die auch immer gleich bleiben. Erstens, um überhaupt am Gewinnspiel teilnehmen zu können, bitte einmal das Video kommentieren und immer darauf achten, welches Thema gerade gefragt ist. Ganz wichtig. So, zweitens, der Gewinner wird am Sonntag 18 Uhr, da ist immer das Gewinnspiel zu Ende, da wird der Gewinner ausgelost und wird auch am Sonntag noch namentlich bekannt gegeben in einem kleinen Kurzclip. In einem sogenannten Short oder auch bei Instagram oder TikTok als Reel bekannt gegeben. Genau. Drittens, Teilnehmer müssen das 14. Lebensjahr erreicht haben. Alle mit, die gerne mitmachen wollen und jünger sind, macht das bitte über die Eltern. Ansonsten viel Spaß trotzdem beim Gucken und vielleicht auch beim Nachbauen. Ja, und viertens, das Gewinnspiel findet ausschließlich über YouTube statt. Nebenbei noch zu erwähnen, weder YouTube noch Lego sind Sponsoren dieses Gewinnspiels. Wird alles von mir finanziert aus eigener Tasche. Ja, wenn ihr Sponsoren wisst oder selber ein Sponsoren werden wollt, gerne eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse einfach mich anschreiben. Ich bin natürlich gerne offen für sowas. Sponsoren sind immer gerne gesehen. Ja? Genau, wenn euch das Gewinnspiel und in dem Fall auch unser allererster Podcast gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert es, abonniert den Kanal, um keine Gewinnspiele mehr zu verpassen. Ja, das war es eigentlich schon erstmal mit den Regeln. Bitte denkt nochmal dran, morgen 18 Uhr endet die Sonderverlosung zu Valentinstag. Ja, also nochmal kräftig kommentieren. Wenn ihr Lust habt, natürlich gerne auch teilen mit Leuten, wo ihr auch sagt, ja, denen gönne ich das, die könnten das auch gebrauchen oder whatever. Und dann geht es auch schon direkt los mit unserem ersten Podcast. Viel weiter würde ich auch noch gar nicht verraten. Aber ich muss mich auch noch bei meinem Co-Moderator und Podcast-Kollegen bedanken, bei meinem ersten, dem Dante. Vielen, vielen Dank für die erste super tolle Erfahrung mit dem Podcast. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ja. Viel Spaß und bleibt neugierig. Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben heute einen Gast da, der Dante. Und Dante, wie er mir verraten hat, ist ein sehr, sehr großer Lego-Fan. Und erstmal, hallo Dante. Moin. Ja, moin. Und Freut er hat mich. uns heute was mitgebracht. Und zwar wollen wir euch was über eine Seite erzählen, von der ich tatsächlich auch noch überhaupt nichts gehört habe. Obwohl ich Lego interessiert bin, aber wie viele wissen, war ich ja seit Jahren nicht mehr aktiv. Und die Seite nennt sich bricklink.com. Ja?
Und wer die Seite kennt, der kann sich jetzt natürlich schon mal freuen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, Dante, dann hau raus. Was hast du uns zu erzählen? Genau. Also, das heutige Thema geht um das Bricklink Designer-Programm von Bricklink. Ganz kurz, was das ist. Das ist ein Programm, wo rausgeflogene Lego-Ideas-Entwürfe noch eine zweite Chance bekommen. Bedeutet, Lego hat sich da damals gegen entschieden, aber jetzt konnte man über ein Jahr lang immer wieder in verschiedenen Phasen abstimmen, welche Sets oder welche Modelle ihr cool findet. Und es ist jetzt soweit, dass es 5 Finalisten gibt und man kann jetzt in 2 Tagen am Mittwoch ab 17 Uhr die Finalisten sich kaufen. Das läuft über ein Crowdfunding, bedeutet, es wird über den Lego Online-Shop angeboten und man hat dann eine Stunde Zeit und kann sich die Sets jeweils maximal zweimal reinlegen in den Einkaufswagen und dann kann man sie halt sich kaufen. Und wenn sie halt auch genug verkauft werden. Also bedeutet, wird ein Set natürlich nur einmal verkauft, weil es irgendwie dann doch am Ende sehr unbeliebt ist, kommt es auch nicht zur Produktion. Also es muss mindestens innerhalb der ersten Stunde 3000 Mal verkauft werden, dass es überhaupt produziert wird. Ist ein bisschen kompliziert, aber hat die letzten Jahre immer bisher sehr gut geklappt. Das ist jetzt schon die 5. Bricklink Designer Programm Kollektion, kann man so nennen. Genau. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Einleitung. Ja, Dante, super. Sehr, sehr, sehr viele coole Informationen auf einmal. Jetzt habe ich gleich mal eine Frage zum Anfang. Ja. Wie können sich denn also die Sets, die jetzt hier auf der Seite angeboten werden, wie können die Ja. sich denn registrieren oder wie können die sich bewerben? Also, ich habe zwar bisher die letzten Jahre noch nicht mitmachen können, aber ich weiß, wie das jetzt aus den letzten Jahren läuft. Da ja Bricklink seit knapp 2 Jahren zu der Lego Group gehört, Lego hat es aufgekauft, läuft das so. Also während des Jahres konnte man, wie gesagt, für bestimmte Modelle abstimmen und das sind jetzt eben nur noch die Finalisten. Und momentan, man kann sich zwar auf Bricklink registrieren und das ist ja ein großer Marktplatz für Steine, da kann man Einzelteile, Minifiguren, Sets, alles kaufen. Aber die Sets selber kann man dort nicht kaufen, weil es wird dann an diesem Tag um 17 Uhr über den Lego Online-Shop gehostet. Da kann man die Sets dann erwerben, als solange die noch online sind. Bedeutet, ich glaube, nur 5000 Stück pro Set sind möglich. Bedeutet, man sollte sich beeilen. Aber am Mittwoch wird dann gegen 17 Uhr, ich weiß nicht, ob es Punkt 17 Uhr oder um 17:15 Uhr, das ist immer mit der amerikanischen Zeit gestellt, das weiß ich nicht genau. Aber ich sag mal so gegen 17 Uhr. Ja. Und dann kann man das im Lego Online-Shop halt ganz normal im Einkaufswagen reinlegen, zur Kasse gehen und bezahlen. Und wer sich fragt, wann kommen denn diese Sets? Die müssen erst noch produziert werden. Deswegen, sie werden erst in etwa im halben Jahr geliefert. Also so Mitte des Jahres beginnt so die Lieferzeit und dauert so etwa einen Monat, je nachdem, wo wer wohnt, ne? Ja. Und dann kriegt man sie ganz normal. Und die sind halt wie Lego-Sets auch eingepackt, nur die Box sieht komplett anders aus. So ein bisschen luxuriöser, ein bisschen schicker. Genau. Und dann steht halt noch alles da drinne. Zum Modell und alles drum dran und ist ganz cool. Man kann auch online schauen, aus den letzten Jahren gibt es ja Bilder von anderen Modellen, wie die so Ja. aussehen. Also sind das Genau. quasi von der Optik her nicht die Sets, die man so halt im Laden sieht, sondern schon noch mal ein bisschen besonders. Weil es Genau, ja, die Kartons sind ein bisschen. wie du sagst, auch schon eine begrenzte Stückzahl auch nur gibt. Genau. Da sind auch, soweit ich weiß, die Stückzahl, welche du erwischt hast, also, dass du die 600 von 5000 erhalten hast oder so, steht da auch Ach, die sind irgendwo auch dabei. nummeriert. Okay. Ja, die sind auch Schön. nummeriert. Schön. Das ist was ganz Besonderes halt und es sind andere Bautechniken als bei den normalen Modellen von Lego, ne? Das sind halt etwas kompliziertere Bautechniken, die noch besonderer aussehen. Sehr schön. Sehr schön. Genau. Ja, ich würde sagen, für den Podcast hier, es ist ein
also für den ersten Podcast ist es ein sehr, sehr cooles Thema. Also wir haben uns da zeitlich gut abgefangen. Ja, jetzt ist es mir gerade entfallen, aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, beziehungsweise ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar werden wir, damit sich unsere Zuschauer nicht nur, oder unsere Zuhörer ja in dem Fall, nicht nur das Aufbauvideo jetzt hier von mir angucken, sondern wir werden auch einmal den bricklink.com-Link unten in die Beschreibung mit reinmachen. Und ich werde auch dann, ich blende jetzt hier dann mal so ein Foto mit ein, welche Sets man aktuell oder welche Sets hier im Finale sind, die man dann am 7.2. Kaufen kann. Genau. Ja, sehr schön. Genau, gleich können wir dir auch nochmal für die Leute, die jetzt nur zuhören, einmal vorstellen, welche Modelle es jetzt so zur Auswahl gibt. Und wir fangen an. Old Train. Jetzt verlässt mich mein Englisch und dann Sheep. Habe ich auch Ja. noch nie zuvor gehört. Habe ich auch noch nie zuvor gehört. Engine oder so. Engine. Also, alter Lokschuppen. Ich würde es mal ganz auf ganz heruntergebrochenes Deutsch. Alter Lokschuppen oder Ja. nicht alt, Lokschuppen, wo die Lokomotiven repariert und gebaut werden. Genau. Okay. Genau. Wir würden die mal kurz vorstellen. Würdest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Also, wie Okay. gesagt, das erste ist der, Gucken wir uns das mal hier genau an. genau, der alte Lokschuppen, nenne ich ihn mal, besteht aus 2331 Teilen und hat 10 Sticker mit dabei. Sieht für mich aus, als würde es auf einer 36er mal, keine Ahnung, 48er Baseplate stehen. Aber nicht Baseplate, das ist ja keine Baseplate, keine Ahnung. Also ein Grundfuß von, ich schätze mal, 36 mal 48 oder so. Und Da spricht der Kenner. ganz genau. Brauchte einige Zeit dafür. Ist auch nur so geraten, das weiß ich auch nicht genau. Also ist halt ein schöner Lokschuppen. Draußen, beziehungsweise hinter dem Lokschuppen, ist noch so eine kleine Schiene. Also, das kann man auch sicherlich mit seiner Schienenwelt oder mit seiner Zugwelt, wenn man eine hat, verbinden, dass man der Zug da reinfährt. Man kann das Dach abnehmen. Da sieht man so die Kuhle, wo man dann die Lokomotive da reinstellen kann. Etwas vertieft. Oben drüber ist noch so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein gelbes Gestell, wo halt dann die Reparateure sich oben draufstellen können und hin und her fahren können oben, um die Sachen auszutauschen. Vielleicht weißt du, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung. Wird es jetzt. Ich. Nee, keine Ahnung. Da bin ich auch raus aus dem Thema. Wenn ihr eine Idee habt, wie man das denn Ding nennen könntet, gerne in die Kommentare. Man lernt, wie gesagt, nie aus. Ganz genau. Da Ja, drinne also vielleicht ein Kran, irgendeine Art Kran, dass man irgendwie. obenrum drauf kommt halt auf Ja. die Lok. Ja, dann sieht man halt da drinne verschiedene Werkzeuge, ist ein Eingang, man hat noch ein großes öffnenbares Tor, wo halt die Lokomotive reingefahren werden kann. Ist halt sehr detailliert. Ja, finde ich auch. Also es ist detaillierter als die meisten Lego-Sets, ist ja halt auch ein Modell von Fan. Das ist ja das Coole. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich wunderbar. Ja, draußen halt ein Vogelnest. Ich habe es gerade erst gesehen, noch oben so ein kleines Vogelnest auf diesen Stromverteiler. Niedlich. Die Details sind halt ganz cool. Dann unter dem Set sieht man nochmal hier unten die Beschreibung, beziehungsweise die Geschichte, nenne ich mal. Viele nennen das so die Geschichte über das Set, je nachdem, wer das designt hat. Und dann steht halt auch noch unten die Information, dass 6 Minifiguren enthalten sind, tut mir leid. Und eine Länge von 20 cm, eine Höhe von 9 und von eine Breite von 10 cm. Das ist gar nicht schlecht. Finde ich ein ganz schönes Modell von der Ist Größe auf her. jeden So, Fall ein ne? großes Set, ja. Ja, ein großes Set. Kostet ja auch gute 240 Euro. Ne?
220, tut mir leid. 29, genau. Genau, 220 Euro Oh, ist. ich sehe gerade, hier drunter steht Limit von 2. Das heißt, ich könnte jetzt Pro mir. Person 2 Stück. Ich könnte mir auch 2 bestellen, wenn ich Genau, schnell genug zwei bin. Stück. Wenn du schnell genug bist, 2 Stück. Tun auch natürlich viele, weil sie sagen, eins original verpackt in die Vitrine stellen und eins aufgebaut. Ja, genau. Aber das sind die Verrückten, die viel Geld haben. Dazu gehöre ich leider nicht. Nee, ich leider auch nicht. Aber ja, ich hab vor ein paar Jahren mal jemanden kennengelernt, der hat es tatsächlich so gemacht. Ja. Der hatte auch so eine großen IKEA-Kisten, diese durchsichtigen, die ganz großen. Und Ja, davon hatte kenne ich. der also locker, ganz locker von jeder Farbe, die es so gibt. Also ich sage jetzt mal so die von den Standardfarben, sage ich jetzt mal. Also eine Kiste rot, eine Kiste gelb, eine Kiste schwarz, eine Kiste weiß, eine Kiste grau, also hell und dunkelgrau. Und davon hat er jeweils eine Kiste gehabt. Ja, und er hat wirklich jedes Jahr zu Weihnachten hat er sein Bahnhofsgebäude gebaut und seine Bahn aufgebaut und die ist dann durch die ganze Wohnung gefahren. Also total Na, irre. das ist cool. Ja. Und der hat teilweise sogar, hat er sich 3 Sets gekauft. Ja, also eins zum Aufbauen, eins hat er dann verschweißt gelassen und eins hat er gesagt, ist Reserve. Das hat er dann, der hat dann einen Lagerraum und da waren dann die Lego-Sets drin. Also Wahnsinn, ja. Das hört sich ganz nach Lego-Fans an. Wir Lego-Fans sind manchmal ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall. Okay. Können wir noch Ja, was das zu den wäre. Sets sagen? Also hier auf der Seite sehe ich gerade noch weiter unten, da ist auch noch mal Die Biografie zum Designer. genau, das wollte ich noch mal ansprechen. In dem Fall eine junge Dame. Genau. Ja, aus Griechenland. Bin auch gerade dabei, kurz zu überfliegen, genau, aus Ja, aus Griechenland. Griechenland kommt die. Genau. Ja. Kann man sich halt mal durchlesen. Es ist, glaube ich, Ja, ganz interessant für wen die es Leute. interessiert, ne, der kann sich das auf jeden Fall durchlesen. Und man kann sogar kommentieren, sehe ich. Da haben Bei auch schon der Seite. einige Leute drunter geschrieben. Und die Designerin beantwortet sogar manchmal Fragen, wie ich da sehe. Sehr schön. Super. Alles mit dabei. Also, ein Besuch der Seite lohnt sich definitiv. Auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das zweite Set an. Da haben wir hier. Ein Schloss, eine Bergfestung, würde ich es eher betiteln. Einen stolzen Preis von 340 Euro. Das ist schon mal, aber Eine Hausnummer. das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Aber wir gucken uns das mal hier an. Also von außen schon mal sehr schön. Auch viele Details, die fahren hier auf den Türmen. Dann haben wir hier auf dem Dach rechts. Das sieht aus wie so ein Schnee, ja. Passt ja zum Bergen. Auf den Bergen liegt der Schnee. Genau. Auch im Sommer. Wenn sie Sehen wir hoch mal hier, genug sind. wenn überm Tor haben wir schön auch detailreich, denke ich mal, so das Wappen von der Ritter, von der Burg oder von dem Königshaus, was hier herrscht und lebt. Sehr schön. Gucken wir uns mal die Rückseite an. Was ich auch stark finde, das kannte ich bis vor ein paar Jahren auch nicht, dass man halt so Sachen wie bei der jetzt hier, dass man die zusammenklappen kann. Sehr schön. Sehr schön. Und hier geht es direkt weiter mit den kleinen Details. Man hat hier unten den Kerker. Ja, dann erste Etage. Näher ran. Ja, das Foto ist ein bisschen klein. Die zweite Etage ist natürlich auch schön gestaltet. Ich finde allgemein cool, dass man alle, dass man so Bespielbarkeit hat, auch wenn kein Kind das sich kaufen wird. Das ist schon cool. Na, so. Sieht man nochmal hier eine Frau mit einem Baguette und
Eine Küche. Ich würde mal schätzen, wo die Frau steht. Das ist eine Küche. Wir haben noch Eine kleine Waffenkammer angedeutet. eine kleine Waffenkammer oben links, war? Genau. Da Ja. ist eine kleine Waffenkammer angedeutet. Und darüber ein Schlafzimmer, würde ich mal so behaupten. Das Ja, würde sieht ich auch für mich sagen. aus nach einem Bett mit Kiste. Ich gucke nochmal mit vorne. Stimmt, das ist hier, wo der Schnee auf dem Dach ist. Ja. Und Genau. rechts, also vom Schlafzimmer rechts, das sieht auch so ein bisschen aus, nochmal so wachturmmäßig. Ja, genau, da ich schätze ich mal, ist so, wo die. Du meinst bestimmt gerade, wo die Frau steht mit der Armbrust im Hintergrund, ne? Ja, da und dann aber weiter rechts noch oben. Da ist ja auch nochmal so. Ah, ja, genau, das ist ein Wachturm, würde ich behaupten. Ja. Mit dem Aufgang in die Burg rein. Ja, das ist. Ich finde allgemein die Bautechniken ja allgemein wunderbar, ne? Also, Ja, herrlich, sowas zu sehen. finde die auch sehr schön, die Burg. Ja. Also, Das ist wäre ja was Schönes eine. fürs Wohnzimmer. Das wäre auf jeden Fall was Schönes fürs Wohnzimmer, da stimme ich zu. Man muss halt nur tief in die Tasche greifen. Ja, das stimmt. Und dann, man muss es ja auch zweimal kaufen, ne? Einmal für den Keller und einmal fürs Wohnzimmer, dann ist man bei 480 Euro. Ja. Aua, das hört sich teuer an. Das hört sich gut an. Ja. Da muss man auf jeden Fall ein paar Rücklagen haben. Oh ja, oh ja. Da stimme ich dir zu. Okay. So, Was kann dann man noch? würde ich sagen, ja, wir gucken uns mal das dritte Set an. Das sieht auch vielversprechend aus. Und Genau. zwar Die Pariser Straße. Pariser Straße. Ja. Magst du mal wieder was erzählen? Ja, gerne, Papa Gott. Ja. So, lebt bei mir. So, das ist eine Pariser Straße. Ich würde sagen, ähnelt den Modular-Buildings. Ist eine wunderbare Fassade, also schon der erste Blick mit den dunkelblauen Dächern, mit den schönen sandfarbenen Fassaden und unten die Straße. Erinnert mich ein bisschen so an den Assembly Square von der Art, mit den kleinen Gasse dazwischen. Und da ist ja auch noch so ein kleines Tor wo, mit der Laterne. Sieht ja auch Ja, ganz ja. interessant aus. Da sieht man ja auch noch so kleine Geschäfte, ein Café, würde ich behaupten, ein Blumenladen. Ja, das eine sieht nach einem Blumenladen aus. Würde ich auch sagen. Sieht ziemlich genial aus. Ich schätze mal, so was Schönes für so ein schön ins Regal reinzustellen. Das ist wunderbar. Und es hat ja noch eine Rückansicht. Ist hinten offen. Ist aber gar nicht so schlimm, weil sieht man nochmal mehr die Details. Hat drei Etagen. Unten sieht man halt so die Läden. Eine ist ein Café, das andere ist ein Blumenladen und das andere ist eine Bar, würde ich behaupten. Das Ja, an der Ecke, rechten das Ecke sieht ist aus eine wie ein Bar. Tresen, ja. Genau. Darüber ist ein Billardtisch, würde ich behaupten. Und darüber ein Schlafzimmer. Ja. Also ist toll eingerichtet. Über dem Blumenladen befindet sich ein Esstisch, also ein Esszimmer, würde ich sagen, und darüber ein Atelier eines Künstlers. Das würde ich mal so deuten. Ja. Auf jeden Fall, hier ist links auch. Das sieht so ein bisschen nach Küche aus. Genau, das sieht an der Küche aus. Halt ein bisschen minimalistisch, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und über dem Café ist halt ein Wohnzimmer mit zwei Sesseln und einem Tisch, eine Kommode und darüber ist sogar ein kleines Badezimmer, ein Badezimmer ganz links angedeutet. Das finde ich toll. Sieht sogar nicht Das so. wird ja häufig bei den Modellen weggelassen. Das stimmt, ja. Und da ist auch nochmal ein Essenstisch, ein Schlafzimmer. Sind sogar zwei Schlafzimmer. Das eine Gebäude, ganz oben ist ja auch noch ein Schlafzimmer. Es sind insgesamt drei Betten. Zwei Betten, was rede ich denn von drei? Zwei Betten. Das finde ich ganz toll. Also auch Wobei wieder ich sehr muss. viele, viele schöne Details auf jeden Fall. Also ich finde. Kostet was? Geht weiter. Alles gut. Erzähl, entschuldige, bitte. Ich wollte dich nicht Ah, unterbrechen. alles gut. Ach, alles gut. Kostet 289,99. Ist auch eine ordentliche Hausnummer. Huh. Auf jeden Fall. Besteht ja aus 3532 Teilen. Ja, das ist auch wieder ein sehr großes Set. Aber sehr schön.
Ich bin trotzdem eher Fan der Burgfestung. Bin ich auch. Bin ich auch. Auf jeden Also, Fall. sieht toll aus, aber ich selber würde mir das jetzt nicht kaufen. Ich bin eher anderer Typ. Ja, ich bin auch eher Team Ritter. Ritter Ja. ist cool. Vor allen Dingen, mir fällt gerade ein, was ja eigentlich mehr zu Paris passt, was wir bei der Burgfestung haben. Da haben wir die Frau mit dem Baguette. Ja, das haben wir hier nicht. Stimme ich zu, ist ein Ja, großer das fehlt Schlusspunkt. Stimme hier. ich hier sofort zu. Ja, da steht das Baguette. Da Ist fehlt nicht französisch genug. definitiv. Genau. Ja, Sehr da schön. stimme Also ich dafür trotzdem an. sehr schön, ne? Minifiguren würde ich gerne noch mal gucken. Haben wir 7. Sieben Stück, genau. Sieben Minifiguren. Das Ja. sieht, ist eine schöne Auswahl, eine schöne Bewohneranzahl. Das ist ein tolles Set. Da Auf kann jeden sich Fall. jeder freuen, der sich das besorgt. Genau. Aber wir müssen ja auch, also oder beziehungsweise die Seite wird ja bestimmt auch drauf gucken, dass viele Geschmäcker auch angesprochen werden, denke ich. Ja. Genau. Deswegen, ich hab mit abgestimmt und es ist ja eine große Auswahl gewesen. Es gab Sets wie diese Modular Buildings, aber es gab ja auch Modelle, ganz, 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 ganz viele Ritter, ganz viel Western, ganz viel so Hinstellmodelle wie so groß gebaute Tiere und sowas. Davon gab es ja ganz, ganz viele Sachen. Und es wäre ja Okay. langweilig, wären alle 5 Sets nur Rittersachen gewesen. Also Ritterburg, Ritterkutsche, Ritter Außenposten, das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Die Das wäre Ritterfans zu hätten sich einseitig, gefreut. ja. Das stimmt. Genau. Deswegen, ich finde die Auswahl ziemlich gut. Ja. Finde ich. Bis wann kann man immer abstimmen? Also da gibt es ja Oh, wahrscheinlich ein Datum. aus dem Kopf weiß ich das nicht. Also ich weiß, dass für diese Phase hat es, ich glaube, Mitte letzten Jahres angefangen, konnte man anfangen, sie abzustimmen und dann wurde halt immer eine kleinere Auswahl. Zuerst gab es, ich glaube, locker 200, 300 Modelle zur Auswahl und dann wurde es auf die Hälfte runterreguliert, dann nochmal auf die Hälfte, nochmal. Und ich glaube, die letzte Abstimmungsphase war im, ich glaube, November. Ich glaube, die letzte hat im November geendet und die wurde jetzt Okay. ausgezählt, ausgelost, sage ich mal. Ah, okay. Die meisten Stimmen bekommen Und hat. jetzt haben wir quasi die letzten 5 Finalisten hier. Ganz genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, Wow. dass du das nächste Modell Ja, vorstellst. Nummer 4. Der General Store. Mein Highlight. Dein Highlight. Okay. Und dann soll ich was erzählen. Mach das. Ich guck mal. Wir Ganz haben genau. hier den General Store. Ach, ich weiß, Western. Dein Lieblingsthema? Western, stimmt es? Mit meinen Lieblingsszenen in der Top 3. In der Top 3. Also schon nah dran. Hier haben wir 139,99. Und genau, wie die Vorderansicht schon verrät, also würde ich sagen, Wüste und Sand, ne? Kein Rasen, nichts Grünes hier. Ein paar Kakteen. Und dann haben wir hier eine schöne Veranda mit Schaukelstuhl. Sehr schön. Sehr wichtig. Ja, und links sind, das Bild ist schon wieder, ich würde sagen, auch ein Baguette wieder. Haben wir hier, Baguette und Gemüse halt, ne? ja, genau, Baguette und Gemüse und dann so eine Körbe irgendwie, ne? Irgendwie würde ich sagen. Ja, genau, so Dann eine. haben wir hier noch so einen kleinen Vorbau auf der linken Seite. Genau, und rechts halt die überdachte Veranda. Und ganz rechts an der Veranda ist auch so eine kleine, ja, Petroleumlampe. Und dann steht hier der General Store, 1852. Und oben, Lucky. Es ist zu klein, aber ich würde sagen, Lucky Town. Lucky Town. Lucky Tom. Genau, Ich und schätze ganz. mal Anspielung auf den Designer, der sich ja auch Lucky nennt. Oh, da muss ich gucken. Da gucken wir gleich. Der Designer heißt Lukas. Luciak Lutscher, genau. aus Und Polen. irgendwo habe ich, genau, aus Polen. Ja, könnte sein, wa? Lucky Town. Deswegen.
Das ist auf jeden Fall sehr passend. Genau, und oben auf dem Dach, beziehungsweise auf dieser Anzeigetafel, General Store, haben wir natürlich ganz klassisch für Western einen Geier. Sehr schön. So, dann gucken wir uns das nochmal von oben an. Ah, ich sehe gerade, dazu gibt es noch eine Kutsche mit zwei Pferden Ja. und einem, der die Kutsche fährt. Genau, und dann kann man auch das Dach wieder oben abnehmen und innen drin im General Store. Alles, was man fürs Westernleben braucht. Genau. Also Whisky. Das Wichtigste natürlich. Whisky, Kautabak. Revolver. Revolver. Dann hier rechts sehe ich gerade, oh, es ist wirklich sehr, sehr klein. Ja, das Bild Aber ist ein bisschen man hätte klein, aber. ein bisschen dichter. Also rechts haben wir auf jeden Fall eine kleine Bratpfanne, ja, Für Bohnen und Speck. genau, Bacon und Becks. Nee, Becks und Bacon, so rum. Dann haben wir hier auf dem Tresen die Tageszeitung, würde ich sagen. Also auch wieder sehr viele schöne Details. kleine Details, ja. Also Eine es schöne ist. alte Registrierkasse. Ja, sehe ich nicht. Aber wie gesagt, ich Das sehe halt. Gelbe, ich glaube, das Gelbe soll eine Registrierkasse Hier, darstellen. neben der Zeitung. Ja. Okay. Würde für mich so Sinn machen. Das kann ich mir natürlich auch täuschen. Ja. Das heißt, wir müssen uns das doch kaufen und dann können wir es im halben Jahr aufbauen und gucken, ob es wirklich eine Kasse ist. Und wenn nicht, dann schicken wir es zurück. Dann wird es reklamiert. Ganz genau. Weil wir Ohne wollten eigentlich das Set Registrierkasse kaufen nur müssen. wegen der Kasse haben, ja? Jetzt haben wir es, ganz genau. Genau. Aber ich kann schon mal sagen, ich werde es mir kaufen. Wirklich? Das werde ich mir holen, ja. Super. Dann müssen wir, wenn es soweit ist, dann machen wir nochmal einen Podcast dazu. Können wir gerne machen. Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Ja, Ach, und dann freue haben ich wir mich hier auch. diesmal noch ein drittes Bild. Genau, hier ist nochmal Und der Cowboy. der Cowboy-Hut. Kutscher. Und er hat sogar ein Gewehr in der Hand. Das ist wichtig. Auf jeden Man Fall, muss sich bei den wenn die Banditen. Banditen kommen, man muss die ja vertreiben. Ganz genau. Ja. Und hinten, ach guck mal, in der Kutsche hinten ist, transportiert er auch was. Das sieht aus wie. Ich schätze mal, es ist ein Händler. Ich schätze, der beliefert den Laden. Oder so. Und der hat frische Whisky-Fässer gebracht. Oh, das Wichtigste. Ohne Whisky überlebt man den Wilden Westen Ja, nicht. ja. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass er hinten noch ein Ersatzrad drin hat. Das wäre durchaus wichtig. Falls er über einen Stein fährt. Das wäre wirklich auch noch wichtig, dass da ein Stimme ich Ersatzrad zu. ist. Aber ich gucke gerade, wenn ich jetzt hier Doppelklick reinmache, ich kann doch ranzoomen. Ich werde ja verrückt. Oh mein Gott! Jetzt kann ich doch. Ich sehe das Bild in groß. Ich werde ja verrückt. Wahnsinn. Also, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Cowboy-Hut und einen Zylinder. Auch cool. Dann liegen hier noch 100 Dollar rum. Wichtig, man muss ja bezahlen können. Genau. Und dann auch wieder eine Petroleumlampe. Und das linke, das erkenne ich aber diesmal nicht. Das könnte, ich glaube, das Nena Petroleumlampe soll ein Glas und Cookie sein. Ja, stimmt. Bin ich gut, wusste ich doch. Ha. Das ist ja mega witzig. Also Ist viele halt wunderbar kleine detailliert. Details. Und dann hier die Schere haben wir hier noch. Ja. Und hier ist noch eine Spitzhacke. Das ist ja wirklich sehr cool. Ja, stimme ich dir komplett zu. Das ist, Und ich habe jetzt rausgefunden, wie ich noch mehr ranzoomen kann. Ich werde ja verrückt, jetzt sehe ich hier alles. Ja, schade. Ah, Wir haben manchmal leider muss ich das reinfuchsen. nicht mehr so viel Zeit. Hier ist auch noch eine Schippe. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, dass wir uns die anderen Sets jetzt nochmal im Detail besprechen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal schnell das Letzte. Ja. Hatten wir noch was vergessen? Moment. Ich glaube nicht. Doch, General Store, haben wir noch nicht gesagt, 1906 Teile, Ach so, genau. vier Sticker und wir haben fünf Minifiguren und zwei Pferde. Also das finde ich dann für die Größe des Sets schon sehr viele Minifiguren.
Ja, da muss ich aber leider bei den Minifiguren, da habe ich Insider-Informationen. Ich habe mit Bricklink geschrieben. Dann hau raus. Hau raus. Wir wollen alles Hau ich wissen. gerne raus. Hau raus. Tatsächlich, es werden nur zwei Minifiguren kommen. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Okay. Aber nach meiner E-Mail-Anfrage haben sie mir beantwortet, dass nur zwei Figuren enthalten werden. Nur dabei sein. Ich weiß nicht warum, ob das Produktionsgründe hat, aber es sind nur zwei Figuren mit dabei. Na, oder, naja, oder die haben wirklich gesagt, nee, also dafür, dass es, ich sag mal, ein relativ im Verhältnis zu den anderen Sets kleiner ist. Und man hat jetzt zum Beispiel bei den bei der Pariser Straße, da waren es ja nur sechs Figuren. Ich guck Aber noch ein mal viel ganz schnell. größeres Set. Ein viel, viel größeres Set ist das, ne? Genau, also na, sieben, okay, sieben Figuren. Aber im Verhältnis hast du ja hier bei der Pariser Straße viel, viel mehr Gebäude im Verhältnis zum General Store. Und vielleicht haben sie deshalb gesagt, nee, also fünf Figuren für so ein kleines Set, ist in Anführungszeichen kleines Set, da machen, also wäre zu viel einfach. Ja, ist ja auch verständlich, ne? Die werden auch sicherlich auch ihr Gewinn haben wollen. Das wird ja dann extra produziert in Billund, wird in der Lego-Fabrik direkt in Billund produziert. Und das sind ja nochmal extra Kosten. Die anderen Sets werden ja in Hunderttausenden Margen produziert. Diese werden ja nur in 5.000 Stück pro Stück produziert. Oder je nachdem, wenn die weniger verkaufen, auch weniger bedeutet, ist ja auch mehr Aufwand, ne? Das stimmt. Ja. Weniger ist gleich mehr Aufwand. Bisschen verwirrend. Deshalb auch nur wahrscheinlich die limitierte Edition. Genau. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir das letzte kleine Modell und damit Genau, auch das das letzte kleinste kleine Video. Modell. Das fand ich ja persönlich am witzigsten. Die Die Snack Shack. Snackcheck. Genau. Ja, die ist tatsächlich ziemlich cool. Also ist halt so ein, ich würde mal sagen, hat so ein Imbisswagen am Strand. Es sieht zwar aus, als soll es am Strand Ja, stehen. Palme, eine Palme Möwe, Ratte. mit Vogelhäuschen sogar, ja. Natürlich, die Vögel müssen ja auch einen Platz haben zum Schlafen. Genau. Ah, Sehr sieht schön. natürlich sehr niedlich aus und sehr witzig. Das ist natürlich toll. Wenn man noch eigene Figuren hat, kann man so eine richtige Schlange dahinter bauen. Flupp. Ja, na klar, wenn es schmeckt, war, dann steht man ja auch gerne länger an. Ganz genau. Also ist natürlich toll detailliert. Und noch mal was Kleineres. Also die Leute, die jetzt sagen, sie wollen sich so ein besonderes Set holen, aber wollen jetzt nicht 100, 200, 300 oder gar 400 € ausgeben, können sich dann für 44,99 € das Set holen. Das sieht schon sehr Sieht schon cool toll aus. aus, ja. Genau. Man kann hinten die Rückseite noch aufklappen. Ja. Ich hab vorne gerade gesehen, da ist unten rechts im Bild, da ist eine kleine Ratte. Ja, genau. Eine kleine Ratte, die kümmert sich um die Reste. Genau, die räumt auf. Ja, sehr witzig. Und vorne natürlich auch eine Mülltonne, ne, für die benutzten Servietten und für die To-Go-Becher, Teller. die keiner mehr To-go-Becher. möchte. Und ein kleiner Wischeimer. Also auch wieder sehr Sehr Detail. viele Details. Ja. Also genauso, hinten sieht man ja, beim nächsten Bild kann man hinten ja sehen, das ist ja aufklappbar. Und da sieht man halt so ein bisschen rein. Ist halt eine kleine Imbissbude, also so viel Platz gibt es ja nicht, aber auch Genau. absolut detailliert, ne? Ja, Man sieht ja. da die Fritteusen, die Dunstabzugshaube, Ja, den ja. Ketchup-Spender, die Kasse, alles Mögliche sieht man da. Ja. Das ist für den kleinen Raum echt viel. Links der Kühlschrank, würde ich sagen, war. Ja, würde ich auch behaupten. Der Kühlschrank. Für die kalten Erfrischungsgetränke. Ein kaltes, schönes Bier. Am Strand ist Genau. wichtig. Oder für die Väter, die noch mit dem Auto fahren müssen, natürlich, denn Ein schönes Limonade. eine Limonade, genau. Ja, sehr Ja. schön. Ist ja Definitiv. ein tolles Teil. Genau. Besteht aus 540 Teilen aufgerundet und hat drei Sticker. Ja. Aber das ist schon, also 540 Teile, das ist eigentlich schon viel.
Ja, für für den Preis, ich finde das 45 komplett Euro so. ist das viel. Das finde ich, da kriegst du bei Lego teilweise weniger. Definitiv. Sag das nicht so Das finde laut. ich. Du meinst, am Ende machen sie die Preise immer höher? Oh, da hast du recht, da sollten wir ganz leise sein. Da sollten wir gleich sein. Also, vielleicht ist das so ein Schreibfehler. Vielleicht fehlt vorne die 1 oder so. Aber nee, wir sagen jetzt lieber nicht weiter. Ja, genau. Wir wollen ja schnell auf Holz klopfen, wa? Genau. So Ist machen wir ein das. tolles Teil, ne? Auf Und jeden die Fall. Maße gehen ja auch, ne? Es hat ja eine Höhe von 14 Zentimetern, Länge von 20 und dann eine Breite, ja, eine Breite von 18. Halt wegen nicht Standfuß, so, ne? Ist ja noch mit ein bisschen Sand und so. Ist ein Ja. tolles Teil, finde ich toll. Super, super schön. Und Genau. passend zu mir auch, ich esse nämlich super, also super gerne Burger. Das ist mein Lieblingsessen, ja. Also Burger Dann geht immer. müsstest du. Ja, dann müsstest du dir das Tattoo holen. Da müsste ich mir es eigentlich. Ja. Ich hab ja noch 2 Tage Bedenkzeit. Überlege es dir gut. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall das Geld wert. Alle setzen das Geld wert, glaube ich mal. Alles hätte das Geld wert, nur leider haben wir zu spät angefangen mit Sparen, mit Zurücklegen. Ja, das ist. Ich würde mir auch nur das eine Set holen und das ist 140 Euro ist. Ich bin jemand, der eigentlich nur mit Rabatten einkauft. Ja, Ein aber bisschen bei so schwer für mein Herz. besondere Sachen, wo man weiß, okay, man hat wirklich, man ist einer von 5.000, der dieses Set hat, dann kann man, glaube ich, schon mal über seinen Schatten springen und sagen, gut, auch mal geht auch mal ohne Rabatt. Und ja, sehr schön. So, ich Das gucke ist mir gerade noch mal den Designer an. Der heißt Stefan, 34, aus Amsterdam. wunderbares Modell, Stefan. Wirklich gut Ja, gemacht. Respekt. Daumen hoch, auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal hier die Sets besprochen. Jetzt muss ich Genau. mal gucken. Welches findest du denn am besten von allen? Okay, mein Lieblingsset. Schwierig. Ich kann mich erinnern, dass ich dein Video dazu kommentiert habe, als du das hier gezeigt hast auf deinem Kanal. Den werden wir Genau. übrigens auch mal unten verlinken. Da hatte ich angegeben den Bahnhof und auf jeden Fall die Imbissbude. Da kann ich mich dran erinnern. Ich Das würde ist jetzt aber tatsächlich eher zu der Bergfestung tendieren. korrekt. Aber es ist schwierig. Also wenn, sagen wir mal so, wenn ich mir das aussuchen könnte, also ja, jetzt kommt hier ein netter Mann vorbei und sagt so, ich schenke dir jetzt hier ein Lego-Set. Was soll ich nehmen? Das Ja. ist wirklich schwer, weil es alles wunderbare Modelle sind. Ja, Also, ja. es gibt kein Modell, wo ich sage, boah, nee, gefällt mir gar nicht. Es sind alle Gefällt mir Modelle gar nicht, wirklich ne? schön gebaut. Ja. Also, es ist. Also, was ich auf jeden Fall ausschließen könnte oder kann, ist die Pariser Straße. Bei mir auch, ja. Dafür gefallen mir die anderen einfach zu gut. Und den General Store, weil den holst du dir ja. Ganz genau. So. Das ist ja schon mal mein Favorit. Das heißt, ich habe hier noch die 3 zur Auswahl und ich entscheide mich ganz offiziell für die Bergfestung. Eine sehr Als schöne Wahl. Es Lieblingsset von diesen 5 hier. Ja. ist ja auch ein schönes Set, ne? Das ist Es ist ja. ein schönes Set. Ja. Das muss man ja so sagen, ne? Also bei mir, wie gesagt, der General Store, ich finde ihn Du hast es uns einfach. schon angedroht. Du kaufst den. Ganz genau. Und das wollen wir Ich denn, kaufe ihn. das wollen wir denn auch sehen, Genau. wenn es soweit ist. Das werden Ganz wir dann genau. sehen. Ich hoffe, dass jetzt ich nicht der Einzige bin und plötzlich sagen sie, dass es plötzlich nicht zur Produktion kommt, weil nur einer gekauft hat. Aber das kann ich mir eigentlich nicht Nee, vorstellen. das kann ich mir auch also selbst bei den 2, 3 teuren Sets, also die Burgfestung und auch die Pariser Straße, ich kann mir das nicht vorstellen,
dass da Also ich nicht sag mal so, diese ich drei habe ja oder schon ein bisschen, 5.000 zusammenkommen. ja, ich habe mich ja mal ein bisschen so umgehört, bei mal so in den verschiedenen Lego-Gruppen und ich hab von allen gehört, alle haben gesagt, ganz viele aus meiner Gruppe haben geschrieben, sie kaufen jedes Set zweimal. Okay. Jedes Set Wahnsinn. zweimal. Und es gibt die ganz Verrückten, die machen sich dann verschiedene Accounts und kaufen sich jedes Set viermal oder fünfmal oder sechsmal. Ja. Und dann eins für sich selber, eins für keine Ahnung was und den Rest als Investment. Ja. Naja, klar, man braucht ja einfach nur, ich sag mal, dann macht man noch einen Account von den Eltern, dann hat man ja schon mal vier Sets, dann von seinem Partner oder von seiner Partnerin, dann ist man schon bei acht Sets. Wahnsinn. Das ist, kann man ja Also, einfach. wenn man es so betrachtet, auch ein bisschen unfair, aber natürlich, wenn man möchte ja auch wirklich, dass die Sets produziert werden. Das Ja. ist natürlich, ich weiß, dass ein Kollege von mir letztes Mal, letztes Jahr gab es ja auch schon eine Collection und da war er ganz traurig, wo sein Set, was er haben wollte, tatsächlich nicht die ausreichende Unterstützung bekommen hat. Die haben sie nicht die Wirklich. Sachen zusammenbekommen. Ja. Da war er ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass Ja. es dieses Jahr, ich habe aber auch die Hoffnung, dass es dieses Jahr eigentlich alle Sets durchkommen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum keins durchkommen sollte. Ja. Okay, wir können ja auch Nee. nochmal die Zuschauer fragen, welches Set Ganz würdet ihr genau. euch holen und warum? Genau, und schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Und das würde ich auch diesmal als Thema nehmen. Ja. Also es war wirklich ein sehr interessanter Podcast. Und genau, das machen wir einfach als Thema. Also gar nicht lange schnacken. Ja. Ihr schreibt als Kommentar, welches Set ihr kaufen würdet und warum. Und ihr könnt, wenn ihr euch auch für ein Set entscheidet und sagt, okay, ich habe da voll Bock drauf, ich kaufe mir das einfach, dann schreibt er das auch noch damit hin. Ganz genau, das finde ich gut, das hört sich gut an. Ja, das ist ein Plan, so machen wir das. Jetzt muss ich noch eine Sache ansprechen. Wir hatten vorhin in der Pause kurz mal gesprochen und zwar haben wir hier noch einen Insider und der muss Ganz hier genau. auf jeden Fall mit rein. Und Dante, ich möchte dich bitten, erzähl mal. Was ist der Also. Insider? Erzähl. Ich habe mich mal so ein bisschen herumgehört und das sind ja wie Ideasets. Und diese Ideasets sind ja auch von Leuten, also von Fans, die sie ja selber designt haben. Und bei Lego ist es so, dass man zwischen 1 und 3% vom Gewinn des Sets bekommt. Also nicht von, also von jedem Set sogar zwischen 3, also zwischen 1 und 3%. Und das hört sich im ersten Moment ein bisschen wenig an, wenn man sich überlegt, so ein Set, sage ich mal, es kostet 200 Euro und das wird ab von Lego, bei den Ideasets ja nicht 2 oder 3.000, es wird 100.000 Mal verkauft. Da bist du ja schon bei einer gigantischen Summe und dann zählst du ja nochmal davon 3%. Das ist ja schon einiges, was bei dir auf dem Konto landet. Ja. Und bei diesen Modellen ist es ganz ähnlich. Wollen wir das mal spaßenshalber mal durchrechnen? Ja, gerne. Das können wir gerne durchrechnen. Also ich Und guck mal kurz, wo hier der Rechner ist. Da haben wir ihn. So. Geh auf. so. So, wir haben. Welches Set wollen wir denn nehmen? Nehmen wir mal tatsächlich die Bergfestung. Es ist ein gutes, Die es ist eine Bergfestung. teure Festung, aber ist, glaube ich, ganz gut zum Rechnen. Okay, ich gebe mal ein. 339,99 99. Euro. Ganz genau. Die gibt es dann nachher wie viel? Wie oft? Ich sag mal 5.000 Mal. 5.000 Mal. Okay. Mal 5.000. Da sind wir schon bei 1, also 1 Million. 699.950 Euro. Das ist eine große Nummer. Und Und jetzt ich habe wir nehmen mal die 3%. genau. So, dann machen wir mal minus 97%. Dann sind wir bei einer guten 1/2 Million Euro. Für ein Set. Das ist schon ziemlich krank. Aber nee, warte mal. Also. Nee, warte mal. Jetzt habe ich falsch gerechnet. Warte mal. Nee, ich habe falsch gerechnet. Kommando zurück. Oh. Kommando Okay. zurück. Ich hab mich vertippt.
Also, nochmal, 339 mal 5000. Ich habe mich vertippt. Es tut mir leid. Alles gut. Pa Fehler Weil passiert. 3% von knapp 1,7 Millionen können ja keine halbe Nein. Million. Das funktioniert nicht. Nee. Da würde jetzt jeder Mathelehrer, der uns zuhört, der hat jetzt aufgeschrien. Ja. Okay, mal 3. Machen wir den einfachen Dreisatz. So, dann sind wir bei knapp 51.000. Auch das ist nicht wenig. Auch das ist nicht wenig. Also 51.000, was man sich davon alles kaufen kann. Das ist ja Das kann man alles wieder in Sets investieren. ganz genau. Und dann, Ganz das würde ich genau. machen, ich würde mir 50, für 50.000 Euro Sets kaufen und die dann mit euch zusammen aufbauen und verlosen. Och, das hört sich gut an. Das heißt, Genau. der Plan ist also für die nächsten, wie nennt man das hier? Also Es nennt sich dieses einfach Bricklink Designer Programm. Das heißt einfach Also das Event heißt so, Bricklink Designer Programm. Bricklink Designer Programm, genommen. Ist Okay. ja. Das heißt, wir müssen irgendwas. Man muss halt, ist ja bei Idea, man reicht das bei Lego Ideas ein. Ja. Da muss man noch einen kleinen Randinformation. Es muss ohne Lizenz sein, weil mit Lizenzthemen können sie das nicht einfach als Set rausbringen, als Beispiel Star Wars oder so, weil das Okay. müsste man mit Disney wieder besprechen und Ja, das ja. ist komplizierter, also nur ohne Lizenzthemen. Ja. Zumindest Also ist beim Bricklink Designer Programm, bei man Ideas. müsste Mickey Mouse privat kennen, mit dem schon Kaffee getrunken haben, ansonsten wird es nichts. Aber Mickey Mouse ist ja kein, also das Mickey Mouse wäre gar kein Problem mehr, weil Mickey Mouse ja außerhalb des Patents jetzt raus ist. Es darf wieder frei verwenden, Mickey Mouse. Ach so. Ist seit 1. Januar dieses Jahres. Ja, Mickey Wirklich? Ah, Mouse wäre kein Problem mehr. schon wieder Insider-Informationen hier preisgegeben. Wahnsinn. Ach, das ist kein richtiges. Das ist, sage ich mal so, ich beschäftige mich viel mit diesen Themen. Naja, wenn man sich nicht ganz so damit beschäftigt, dann weiß man es natürlich nicht. Also, wir können jetzt alle Mickey Mouse bauen, ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst haben zu müssen, dass wir da Verklagt Ärger werden von bekommen. Disney. Ganz genau. Guck an, haben die. Aber ich dachte, Mickey Mouse ist Disney. Also. Habe ich auch gedacht, aber es ist das Patent ausgelaufen. Du brauchst jetzt ohne Patentantrag, kannst du Merchandise mit Mickey Mouse machen, ohne vom Gerichtshof verklagt zu werden. Ist ja auch der Grund, warum letztes Jahr ein Film von Winnie Pooh rauskam, der nicht von Disney ist, sondern von irgendeiner komischen Firma, die einen Horrorfilm daraus gemacht hat. Aha. Okay, das muss ich Winnie gleich Pooh ist mal. auch aus. Das werde ich, wenn Winnie wir Pooh? hier fertig sind, mir gleich mal raussuchen. Genau, Winnie Pooh ist auch nicht mehr in der Lizenzzeit. Deswegen gibt es davon seit letztem Jahr einen wirklich grandios schlechten Horrorfilm davon. Wirklich, so einen schlechten Film kann man sich gar nicht anschauen. Aber ihn gibt es. Das ist ja cool. Wir sprengen jetzt hier gerade thematisch den Rahmen, aber auch das ist Genau. möglich. Aber ja, interessant. Habe ich. Ja, kriegt man nicht so mit, nicht mal am Rande. Also das sind ja Nee, Sachen, da die. muss man schon so sich für die Themen, also so ein bisschen mit Filmen so beschäftigen. Und ich schaue mir gerne so Videos über Filme an und belese mich darüber deswegen. Ja. Aber gute Information noch so am Rande, war. Ja, Ja. ich würde sagen, dann sind Wir wir schon können zum fast am Ende kommen. Ende. Ja. Ja. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei dir für diesen tollen allerersten Podcast. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Bei mir ganz genauso. Also ich freue mich sehr und bedanke mich auch nochmal für die Chance. Also Podcast finde ich cool und es hat super Spaß gemacht und ich freue Auf jeden mich, Fall. dass wir häufiger welche machen, also häufiger Folgen aufnehmen. Das gefällt mir. Definitiv. Also die Podcasts sind ja eh angedacht, dass es regelmäßig kommt. Ja. Und ja, an dieser Stelle, ne, wer Bock hat, einfach bei mir melden und dann machen wir irgendwas Cooles. Ja, und das Thema muss auch nicht unbedingt immer Lego sein. Ne? Wir können nächstes Mal auch gerne über Winnie Pooh noch mal ein bisschen philosophieren. Genau. Gar kein Problem. Man kann ja über alles möglich unterhalten, ne? Und am Ende ist ja Genau. Winnie Pooh ja auch
hat ja am Ende auch ein bisschen was mit Lego zu tun, weil es ja ein Winnie Pooh-Set mal gab. Also Das ist richtig. Das stimmt. kann man ganz entspannt darüber sich unterhalten. Genau. Dante, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bleibt gesund. Ganz Und genau. Bleib auch gesund. die Zuhörer bleibt auch gesund. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Ganz genau. Ja? Ciao. Ciao.